Ein Auswärtsspiel ist es für den FCK nur auf dem Papier, denn über 7000 Fans begleiten ihre Mannschaft ins 100 Kilometer entfernte Wiesbaden. Sie wollen helfen, der zweiten Liga noch ein bisschen näher zu kommen. Lautern in Weiß ohne den gesperrten Kevin Kraus, für ihn verteidigt Maximilian Hipp. Und vielleicht muss ich hinten alles erst einmal finden. Hollerbach kommt zum Flanken. Und da ist Iwedale! Schock für den FCK, 1:0 für WN Wiesbaden, zweite Minute. Und da stimmt die Zuordnung hinten erst einmal nicht. Hollerbach dürfte da nicht flanken und dann ist Winkler zu weit weg vom Australier. Wie geht der FCK jetzt damit um? Einmal schütteln und weiter geht's. 6 Minuten nach dem Rückstand. Und jetzt geht Hanslik im Strafraum zu Boden. Duell mit Fechner und es gibt Elfmeter. Was ist das für ein spektakulärer Auftakt hier? Gino Fechner, der Ex-Lauterer. Ein bisschen zu ungeschickt, ein bisschen zu ungestüm gegen Hanslik. Und die große Chance für Lautern zum Ausgleich. Aber 3 von 6 Elfmetern haben sie verschossen. Der Kapitän macht's. Hendrik Zuck. 1:1. Er ist schon der 5. Elfmeterschütze in dieser Saison und er bleibt cool. Aber heißer ging es zwischen den Trainerbänken her. Marco Antwerpen soll provokant gejubelt haben und sieht am Ende dafür gelb. Vorübergehend beruhigt sich alles auf und außerhalb des Platzes. 28 Minuten rum und gleich geht's wieder rund. Fast jede Sekunde fliegt einer durch die Luft. Und das heißt, man trifft sich wieder. Rudelbildung auch an der Seitenlinie. Also WN Wiesbaden zeigt den Lauterern auch klar. Wir haben hier nichts zu verschenken. Voller Einsatz auf beiden Seiten. Und das Ende von der Geschichte. Jakobsen und Schiffschi sehen gelb. Das Fazit nach 41 Minuten, 2 Tore, 5 gelbe Karten und viel Hektik. Es wäre mal wieder Zeit für Fußball. Und da kommt Mike Wunderlich. Stritzel hat ihn die ganze Szene 4 Minuten vor der Pause. Und dann wird es noch einmal aufregend. Und das passt auch zu diesem Spiel, denn langweilig ist es nie. Jakobsen hier zu seinem Keeper Stritzel und Schiri Bartstübner wertet das als absichtlichen Rückpass und das heißt indirekter Freistoß für den FCK im Strafraum. Markus Kaczynski hat seine Zweifel, ich ehrlicherweise auch, so richtig kontrolliert sah das nicht aus. Aber finde da erstmal eine Lücke, Wunderlich, in die Mauer und jetzt Maximilian Hippe knapp vorbei. Na, das wäre ein Ding. Maximilian Hippe hat die letzte Chance in den ersten 45 Minuten. Es gab mehr Gift und Galle als Chancen. 1:1 zur Pause und vielleicht ist es gut, dass sich alle mal ein bisschen abkühlen. Klingenburg kommt beim FCK für den gelb vorbelasteten Hippe. Kann man verstehen. Die zweite Hälfte beginnt eher schleppend. Und das ist Philipp Hercher. Stritzel ist da. WN Wiesbaden dann ein wenig in Geberlaune. Terrence Boyd mit der Chance und er wird gerade noch gestört. Hat ja schon so wichtige Tore erzielt, Terrence Boyd für den FCK. Nicht immer zu sehen, aber immer gefährlich. Probleme hier auch mit dem Rasen bei WN Wiesbadens Keeper. Redondo kommt dann für Daniel Hanslik. Und der FCK wird zielstrebiger. Und Redondo ist gleich mittendrin. Terrence Boyd. Er kommt gleich nochmal an den Ball. Hier, ein überragendes Zuspiel für Redondo und Stritzel. Was war das für ein überragender Ball von Terrence Boyd. Aber WN Wiesbadens Keeper steht wieder richtig. Und mitten rein in die lautere Überlegung gibt es eine Ecke für WN Wiesbaden. Raab hat ihn nicht. Güllien! 2:1 WN Wiesbaden. Ist das bitter für Lauter.
Matteo Raab, was spielt er für eine überragende Saison? Und hier packt er einfach nicht richtig zu und Gürlien nutzt das aus. Kaiserslautern wieder hinten. Und jetzt schon der Satz in die 87. Minute. Der FCK nochmal mit letzter Kraft, mit Moral und Willen. Und wenn ein Spieler für so etwas steht, dann ist es René Klingenburg. Klingenburg! Stritzel ist da, glaube ich, noch dran. Aber es gibt keine Ecke für die Pfälzer. Es läuft schon die Nachspielzeit. Wird es ein Rückschlag im Aufstiegsrennen? Noch einmal Mike Wunderlich. Nein! Und dann ist das Spiel vorbei. Natürlich Riesenenttäuschung bei den Pfälzern. Aber die Fans machen ihrer Mannschaft Mut und feiern sie. Es ist ein Dämpfer. Mehr aber auch nicht. Und nächste Woche wartet auf dem Betzenberg dann Dortmund 2.